Ja, wie ihr seht, ich bin schon wieder bei Heroes and Generals unterwegs. Wie so oft in letzter Zeit. Bad Nauheim sollen wir hier einnehmen. Ja, versuchen wir mal unser Glück. So, bei dem fahren wir mit. Jawohl, wir sitzen auch gleich am Maschinengewehr. Sehr schön. Und mal gucken. Ja, sieht ein bisschen aus wie die Eifel hier quasi, ne? Bergig, viel Wald. Mal schauen. Viel Wald ist gut. Ich werde wieder snipern. Dann finde ich ja die ein oder andere gute Deckung, hoffe ich. Schauen wir mal. Na, auf wen wird da schon geschossen? Ich werde erstmal hier in der Karre sitzen. Gucken, wo der Fahrer hier uns hinbringt. Ja, 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 ja. War wohl eine optische Täuschung. Ich habe gerade gedacht, da jemanden rumrennen zu sehen. Dem war nicht so. Ja, wollen wir mal probieren, hier schnell den Punkt anzunehmen. Ein bisschen Deckung geben. Ja, eine Brückenruine hier mit dem Fluss. Und es wird geschossen. Wow. Headshot. Ach, da unten am Brückenpfeiler. Okay. Nee. Hab ich mal wieder nicht gesehen. Ja. Mal gucken. Gerade irgendwie ein Frosch im Hals oder so. Ja. Seht mir das nach. Auch das kommt vor. So, dann werde ich mal sehen, dass ich hier wieder ins Ufer komme. Beziehungsweise in grobe Richtung Ufer, ein bisschen an den Bäumen oder in den Bäumen, zwischen den Bäumen, wie auch immer bleiben. Und das Ganze mal von der Entfernung peilen. Ideale Sichtverhältnis habe ich noch nicht auf dem Brückenpfeiler. So. Ja, ich sehe, es wird geschossen, aber ich kann noch keinen Gegner erkennen oder ausmachen. Doch mal näher ran, ne? Ich sehe zwar den roten Pfeil, auf den habe ich jetzt pro forma einfach mal drauf gehalten. Aber der wird da hinter so einer Kuppe gelegen haben. Konnte ich jetzt nicht allzu viel ausrichten. Ja, die ersten Kollegen sind drüben in der Stadt angekommen. So, aber da, in dem kleinen Kotten da hinten, da tut sich was und da hinten wird auch geschossen. Aber ich krieg keine Sicht. Ja, er macht richtig, er schmeißt sich da auf den Boden. Vielleicht sollte ich mich dem mal anschließen. So, der Kotten ist da. Sehen tue ich aber immer noch rein. Und da vorne in dem Haus scheint sich jemand aufzuhalten. Wahrscheinlich ist da vorne gerade die Tür. Sieh mal einer an. Ja. Konnte ich auch nicht eliminieren, den Kerl da hinten. Ah, jetzt hat ich ihn gerade gesehen. Da rennt der los, der sagt. Wo ist er denn jetzt? Was hält denn der da? Irgendwas in der Hand, habt ihr das gesehen? Irgendwas Weißes schleppt der mit sich rum. Ist das der Sunny oder was? Die Panzerfaust. Wo ist er denn jetzt? Hat sich da irgendwo hingekauert. Aber da kriege ich ihn nicht. Ja, yeah, da kommt einer mit dem Fahrrad runtergesprungen. Ah, Mist, verfehlt. Jetzt liege ich hier natürlich auch relativ offen, aber okay. Ich werde jetzt noch den Augenblick probieren. Und meinen Jungs da drüben Rückendeckung geben. So gut es geht. Okay, die wagen sich vor. Werde ich mich jetzt auch mal ein bisschen seitlich hier vorbewegen. Vielleicht bessere Sicht zu bekommen.
Lichtschwertwinkel zu hoch. Wollen wir mal gucken, ob wir hier die Entfernung anders einstellen müssen. 200 Meter habe ich jetzt gerade eingestellt. Habe ich von einem unserer Abonnenten erfahren, das könnt ihr mit dem Mausrad machen. Das war mir auch neu. Ja, aber ich treffe den Typen da hinten trotzdem. Ah, Mist. Mit der Pistole kann ich von hier aus mit Sicherheit nichts ausrichten. So, wo ist er hin? Da ist auf jeden Fall einer. Den kriege ich nicht von hier. Das ging mir auch zu schnell, da konnte ich jetzt leider auch nicht eingreifen. Okay, verwundet. Aber er will nicht umfallen. Ja, die Position hier einfach liegend auf dem Boden ist gar nicht so verkehrt. Hier von schöner Sicht auf der anderen Ufer. Nur mit dem Treffen hapert es noch ein wenig. Wenn er da mal wieder rauskommen würde. Er robbt da genauso wie ich flachliegend auf dem Boden rum. Dadurch erwische ich ihn jetzt gerade nicht. Na, endlich mal ein Treffer hier. Ja. Gut, da kam die Rache auch ziemlich schnell. Direkt auch hier einen von der Seite abgekriegt. Gut, aber ich werde mich wieder ans Ufer schmeißen. Die Position scheint mir gar nicht so übel. Die Distanz ist gut. Man wird nicht ganz so schnell entdeckt. Ja, mal gucken. Ja, ist ja gut. Kollege hier am Rumhupen wie Sau. Ich muss jetzt erstmal schauen, dass ich den Typen da erwische, der mich gerade von der Seite da abgeknallt hat. Falls er denn überhaupt noch am Start ist. Ja, jetzt sehe ich da auch einige rote Dreiecken. Ich würde ja gerne hier oben so ein bisschen höher bleiben. Und von hier oben aus mitmischen, aber die Sicht ist nicht allzu gut. Ah, jetzt hänge ich hier im Gestrüpp fest. So, von hier aus hätte ich Sicht auf die Brücke. Weil mir die hier schon nicht gut gefällt, die Stellung. Nur ich werde wohl näher ans Ufer müssen. Oder ich gehe da oben in dem Haus, wenn es denn einen Dachboden gibt, auf den Dachboden. Das muss ich mir doch gerade mal anschauen, ja. Sehr offensichtliche Position hier. Ich denke mal, hier würde ich schnell aufliegen. Gerade wenn da in dem Bereich auch irgendwelche Feinde sitzen. Eben kamen sie ja mehr von rechts, von der anderen Uferseite da oben. Okay, ich kann noch eine Etage höher. So, wenn ich jetzt mal hier hinschmeiße. Vorsichtig hier die Lage fallen. Konkret jemanden sehen, tue ich noch nicht. Aber da unten wird auf jeden Fall derbe geschossen. Hilft aber alle nichts, wenn ich ihn nicht sehe. Andere Seite, wo ich eben am Ufer lag, war besser, weil da hatte man wenigstens Sicht da hinten vollständig auf den Schuppen.
unterhalb dieser Bäume, da lagen ja auch der ein oder andere Sniper im Gebüsch. Ja. Ich kann jetzt noch probieren, mal eine Etage höher zu gehen und hier oben aufs Dach, beziehungsweise vielleicht hier so hinter den Schornstein zu verbarrikadieren. Weil ich fast befürchte, dass ich da schon wieder viel zu offensichtlich stehe. Ich kann beim besten Willen sehe ich hier keinen. Verdammt. Ich kann ja jetzt auch wieder blindlings da auf das Dreieck draufhalten, aber weiß ich auch nicht, ob es das bringt. Ja, wir nehmen auch B gerade ein. Ich werde jetzt auch mal sehen, dass ich auf die andere Seite komme. Das Match scheint relativ ausgewogen zu sein. Anhand der Balken oben sehen wir, ne? Das schaut gar nicht mal so schlecht aus. Gut. So. Zumindest schon mal heil das andere Ufer erreicht. Ja. Ich hab's gerade gesagt, da kriege ich hier einen ab. Frechheit. Mal gucken, von wo da geschossen wurde. Ich nehme an, hier von der Brücke irgendwo. Sehen kann ich nichts. Ja. Weiß gar nicht, war es mein erster Kill auf dieser Map? Man weiß es nicht. Ich habe es nicht gezählt. Gab ja nicht so viel zu zählen. Naja, wenigstens was erwischt. Gut. Sollte das eine Serie werden? 3 Kills in Folge, das ist ja mal richtig selten für mich hier. So. Schnell noch nachladen, bevor ich mich jetzt hier wieder aus der Deckung lehne. Ich würde darauf wetten, dass sobald ich hier losrenne, dass ich mir einen einfange. Deswegen, ich glaube, ich bleibe erstmal hier im Schutze des Brückenpfeilers. Boah, ich komme hier doch schon deutlich zu nah. Mist! Ah. Okay. Hinter mir ist ein Kollege, das ist schon mal gut. Da fühlt man sich doch deutlich sicherer, wenn man weiß, die Seite wird auch irgendwie abgedeckt. Weiß ich nicht. Vorstoßen oder noch einen Augenblick hier gedulden und warten. Ja, ich denke, letzteres ist angesagt, weil da hinten sehe ich doch schon wieder die ersten feindlichen Helme. Muss ich diese nur noch treffen? Jetzt bleibt er da stehen. Jawohl. Ja, die Position gefällt mir hier, das ist cool. Mist, nur angekratzt. Schade. Wo ist er? Ah, Mist daneben. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Hoffentlich bleibt er da auf dem Pfeiler, da habe ich eine gute Sicht. Ich muss ihn nur noch treffen, den Sack. Ja. Halben Meter daneben. So, jetzt aber. Wurde auch Zeit. Naja, 5-6 Schüsse für den Typen gebraucht. Aber gut. Es geht ums Resultat. Tod ist tot. Ja, bitte. Ich doch erstmal gerade wieder der anderen Seite hier. Da fetzt auch schon richtig was mit die Gegend. Da oben scheint sicher zu sein. Okay. Na? Dachte, da kommt schon der nächste. Okay. Ich probier's jetzt mal mit 200 Metern. Ein bisschen austangieren hier die Optik. Schauen, ob es dann ein bisschen präziser wird. Wobei ich glaube, es lag daran, dass er hier wackelt.
Ja, die können auch nicht mal still stehen bleiben, die Säcke, ne? Doch, ich skaliere doch mal wieder auf 100 Meter runter. Das schien dann doch ein bisschen präziser zu sein. So. Ja, das ist gut. Das ist gut. Ah, das gibt's doch nicht. Genau in dem Augenblick rennt der los. Junge, komm hinter dem Pfeiler weg da. Das hat er sich da auch verbarrikadiert, weil der kommt so schnell nicht mehr da raus. Aber viel weiter will ich mich hier aus der Deckung auch gar nicht rauswagen, weil sonst bin ich der Nächste. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die da noch sind. Zumindest einer von den beiden. Ja, da. Da sieht man doch noch so ein bisschen den Helm. Soll mal ein bisschen näher hier an die Seite rankommen. Ja, wohl oder übel. Ich werde mich hier mal wegbewegen müssen, fürchte ich. Oh. Wie ihr seht, keine gute Idee. Hier schlagen Schüsse ein. Keinen blassen Schimmer aus welcher Richtung. Ich werde jetzt ja doch mal mit einem kurzen Sprint hier in das Haus rein versuchen. Boah. Ich habe ja schon dran gezweifelt, dass ich hier lebend ankomme. Aber gut, hat geklappt. Ja, das schaut doch auch sehr gut aus. Hervorragende Sicht. Aber das hört sich alles andere als gut an, wirklich. Wenn ich hätte nicht nachladen müssen jetzt, dann hätte das ja noch eine coole Aktion werden können. Ja. Gut, B3 ist am nächsten dran. Schauen wir mal. Ich denke, ich werde direkt wieder an den Brückenpfeilern rüber ans andere Ufer. Und ja, mich wieder am Pfeiler postieren da. So. Auch unterwegs. Okay. Na, wo will denn der Kollege mit dem Fahrrad hin? Kann man da tatsächlich lang gerade? Ich wage es ja zu bezweifeln. Da vorne auf der Ecke, ne? Oder eine totale optische Täuschung. Ja, das Haus wird hart umkämpft, wie ihr seht. Die Seite scheint gerade relativ clean zu sein. Schade eigentlich, weil der Dachboden da eben wäre echt genial gewesen. Perfekte Sicht auf die Stellung an der Brücke da oben. Na, jetzt will er hier nicht aus dem Wasser, der Sack. Fliegt schon der nächste Kandidat durch die Gegend. Okay. Ja. Ich selbst kann auch keinen sehen dort. Aber wir haben ja B4 jetzt wieder eingenommen. Jo. Schon wieder ein auf die Mütze gekriegt hier. Ja, perfekt. Er sichert den Eingang. Das würde ja bedeuten, dass ich mich jetzt erstmal hier in Ruhe postieren könnte. Scheiße, taucht der da gerade ab.
Von der Akustik her würde ich behaupten, ich krieg gerade Besuch. Sieht aber noch recht friedlich da unten aus. Ja, ist jetzt fies. Hinter mir wird geballert, was das Zeug hält. Jetzt dreht er hier das Flakgeschütz in meiner Richtung. Das gefällt mir auch nicht so. Ja. Die Deckung ist aufgeflogen, eindeutig. Schwere Geschütze schlagen hier ein. Mist. Hier ist ein bisschen verzogen gerade. Dabei bewegt er sich ja gerade gar nicht so großartig. Hat man echt doch die Entfernung kalibrieren. Wo ist er jetzt hin? Allerdings war hier unten auch gerade einer, was mir gar nicht gefiel. Ja, ja. Okay, einer weniger. Kriege ich doch nicht den Typen, ne? Da vorne auf der Ecke, da ist noch jemand. Aber ich krieg ihn nicht. Ja, ich glaube, Stellungswechsel ist hier angesagt. Oder? Ne, doch. Scheiße, ich glaube, da kommt gerade einer von meinen Tür rein. Ich steppe dem mit einer Rad entgegen. Egal. Wow, ich glaube, da habe ich auch gerade nur mit Glück überlebt hier. So. Werde ich jetzt mal die Kirche da aufmachen, wollte ich gerade sagen. Bin dann aber doch auf halbem Weg gefallen. Scheiße, jetzt kann ich da nicht mal spawnen. Ja. Schade, ich wäre jetzt gerne direkt eine Etage weiter vorne gespawnt. Um dann doch jetzt Richtung Kirche mich vorzuarbeiten. Aber okay. Dann nehme ich mit B3 hier vorlieb. Mein Gott. Und wieder B3. Ging schneller als erwartet bzw. geplant. Das Verhältnis hat sich da oben auch schon ein wenig geändert. Die Roten liegen jetzt doch ein ganzes Stück vorne. Ja, heißt es gegenhalten. So, wo ist der Typ mit dem Moped hin? Sehr gut. Ja, selbes Verfahren wie eben. An der Brücke lang rüber zum anderen Ufer. Ja, B4, würde mich ja noch echt brennend interessieren, da. Die Kirche. Bestimmt auch ein ganz guter Aussichtspunkt. Gute Stellung.
Vorarbeit heißt es hier, wa? Na, hat sich da einer verschanzt in der Hütte? Hinüber. Scheint mir fast so, ne? Ich glaube, den hat es zerrissen. Schlagen aber auch die fetten Geschütze gerade ein. Nein, jetzt muss ich wieder nachladen, ey. Ich glaube, ich da nicht drauf geachtet. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, wo wir den Typen wieder sehen. Ob er da unten in der Tür auftaucht. Was ja fast der Idealfall wäre. Nee, offensichtlich nehmen wir das Ding gerade ein. Oh, shit. Geräusche nähern sich hier auch, ey. Brenzliche Situation. Hab dann gesehen, dazwischen die Häuser ist gerade auch einer von den Feinden. Mal gucken, ob ich den erwische. Nach. Fragt sich nur wo. Nein, 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 boah, hier im Eifer des Gefechts die Tür nicht getroffen. Wo ist denn hier die Treppe nach oben? Kommt vorbeigerannt. Tatsächlich. Geht's noch mehr? Okay, wunderbar. So. Ja, okay. Eigentlich gar nicht schlecht, wenn der Feind jetzt hier probiert, das Haus B4 zu stürmen, könnte man ihn schön hinterrücks erschießen. Allerdings glaube ich, wird sich deren Schwerpunkt momentan auf andere Häuser legen. Guck, was wir von hier oben erwischen können. Ah, das ist schon wieder weg da. Das ist nicht der Lager. Ja, völlig ohne Deckung hier auf dem Dachgiebel unterwegs. Nur hoffen, dass eigentlich der feindliche Sniper jetzt hier als nächstes erwischt.
natürlich auf 1000 Stellungen sich hier zu verschanzen. Ja, also echt schon eine fiese Map. Okay, er hat erlegt bzw. zahnlegt. Aber da hinten finden sich noch einige mehr. Jetzt kommt hier auch ein dickes Gefährt an. Sehe es zwar noch nicht, aber man hört es. Ja, wo sind die Jungs jetzt von denen gerade hin? Ja, im Moment noch fast ausgeglichen, würde ich sagen. Da ist auch der Panzer, den ich gehört habe. Ja. Sagen. Das hört sich ja gerade so an, als ob hier eine Kugel neben mir einschlägt. Ja, ey, das Laufen-Treffen ist hier noch mehr oder weniger Glückssache. Da kommen ja alle da hinten aus dem Waldrand immer raus. Da die Granate. Ah ja. So. Ah, ja, war ja nur eine Frage der Zeit. Der war auch auf dem Dach. Wie kommt der denn rein? Saß direkt neben mir auf dem Dach. Den habe ich nicht auf dem Schirm gehabt. Ja, dann holen wir den da mal gleich wieder runter, den Typen. Ich denke, den sollte man ja sogar aus Entfernung sehen. Mal schauen, ob ich ihn erwische. Ja, wird heute mal eine etwas längere Folge. Bis jetzt schon 33 Minuten. Aber egal, ich habe keine Lust, das zu zerschnibbeln. Sonst habe ich immer gesagt, 20 Minuten ist so das Optimum, weil dann geht das auch vom Hochladen. Ja, ich bin gespannt. Bald gibt es für mich schnelleres DSL. Ich hoffe, dass ich die Folgen dann generell immer mal wieder ein bisschen länger machen kann. Dass das dann mit dem Hochladen auch zügiger geht. Ich denke mal, in 1 bis 2 Wochen ist es soweit. Da sollte der neue Apparat am Start sein. Ja, ich bin sehr gespannt. Da oben auf dem Dachfürst, da sitzt er. Ich weiß nicht, ob er es ist. Mein Killer von eben. Aber egal, ich werde trotzdem mein Mögliches geben, um ihn dann gleich runterzuholen. Boah, heil angekommen. Ist er schon mal da drüben? Da ist er. Ja, bring dich mal in Position. Wo du dann auch verharren möchtest. Ich warte, bis du einmal kurz still stehst. Weil ich jetzt gerade fürchte, er hat sich auf den Weg nach unten gemacht. Und wird gleich da unten an der Tür auftauchen. Wo ist er denn der Sack? Und da kam gerade auch was. Ui. So, ich bin mir zwar nicht sicher, ob es war, der mich da eben vom Dach geboostet hat, aber egal. Ich habe ihn erwischt. Das jetzt so geil ist hier rein zu werden. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ja.
versucht jetzt auch noch mal hier aufs Dach zu kommen. Aber ist nicht. Ah, hinter mir inzwischen. Wahrscheinlich einmal ums Haus rum. Der Sack. Rumpelstilzchen? Was heißt der Rumpelstilzchen? Ne, ich dachte gerade. Aber Rumpelstilzchen rennt hier auch rum. Ja, dann ist der Name für meine Folge auch gerade gefunden. Dann wird sie das tapfere Sniperlein heißen. Ne, Rumpelstilzchen und das tapfere Sniperlein, das passt ja. Ja, ich weiß jetzt auch nicht. Geh ich mal links an die Brücke? Ach was, scheiß drauf. Same procedure as every day, würde ich sagen. Ich probiere es jetzt hier nochmal. So. Ja, oben der Balken, da hat sich ja einiges getan, sehe ich gerade. Wir sind stark zurückgefallen. Gut. Egal. Vielleicht können wir noch was rausholen. Gerade so, als ob ich da oben am Fenster tatsächlich ein Gewehrlauf gesehen hätte. Ah, Mist, hier ist eine Mauer. Weil da hinten vom Wald nähern sich ja auch schon wieder Feinde. Ich fürchte sogar, dass er nicht mehr ist. Oh ja, hat er. Oh ja. Ja, Maschinengewehr 34, auch ein dicker Apparat hier. Direkt niedergestreckt. Ja, die Runde ist auch vorbei. Gute Zeit auch hier für mein Let's Play. 37 Minuten haben wir. Damit sage ich dann Tschüss für heute. Ich hoffe, es hat euch ein wenig Spaß gemacht. Kommentare, Daumen hoch. Alles gern gesehen. Ja, ne? Wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao.